Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnitch. Willkommen zu einem neuen Item. Die Post ist da. Und viele von euch haben sich beschwert, dass nichts gekommen ist. Leute, ich ziehe in ungefähr 5 bis 6 Tagen um. Und dann werden nur noch Videos kommen. Und das eine Tonne, okay? Also wirklich, wirklich, wirklich. Mein Internet kommt sofort an, wenn die Wohnung freigestellt ist. Also einen Tag danach, aber ist ja quasi sofort. Und da kommen so viele Videos, dass ihr gar nicht mehr euch entscheiden könnt, was für Videos ihr überhaupt sehen wollt. Also habt noch ein bisschen Geduld. Regt euch nicht auf, wenn mal ein die Post-Video nicht ankommt. Und wartet noch ein bisschen, okay? Ich habe wieder eine tolle Post bekommen. Die Leute, die da arbeiten, die haben sich schon beschwert. Das erste ist von Milo Sevig Philipp. Alles klärchen, dann bin ich mal gespannt. Das ist ziemlich schwer. What the fuck ist das? Ah, von Sayos. Es ist ein Styling-Gel. Ein Styling-Gel. Und ein Lo Sportivo. Ist das ein Dings da? Oh, ey, was ist das? Wieso? Das ist jetzt zur Hälfte benutzt? Also aufgemacht wurde es, ich glaube nicht. Und es riecht auch relativ gut, aber es ist schon sehr alt. Aber ja, vielen Dank. Jetzt kann ich auch wenigstens einmal gut riechen. Wow. Nee, oder? Fan aus Italy. Yeah, Milka. Schokolade. Hoffentlich hast du da Drogen reingespritzt. Sieht ein bisschen komisch aus. Kommt deshalb, weil ich es selber gemacht habe. Für das, dass du es selber gemacht hast, sieht es schon wirklich gut aus. Das sieht nämlich zu gut aus für einen Menschen. Übrigens, wenn ihr mir Post einsenden wollt, dann könnt ihr das immer machen. In der Beschreibung ist mein Postfach. Einfach nur die Postfachadresse und, okay, der leere Pack-Ops-2-Packung. Alles klärchen. What the fuck? Okay, der ist sowieso kaputt, aber der sieht echt krass aus. Hier, das ist er. Ein durchsichtiger Xbox-Controller, der allerdings kaputte Sticks hat, leider. Und eine kleine Maus. Oh, guck mal. Mit der werde ich jetzt eigentlich schlafen. Ich taufe dich auf den Namen Schlecki. Dann noch ein kleiner Brief, den werde ich mir gleich durchlesen. Und noch ein Umschlag im Umschlag drin. Geil. Hier noch etwas Riesiges. Das kann gut oder schlecht... Ihr wollt gar nicht sehen, was da drin ist, oder? Wie viel hast du dafür bezahlt? Ich kann das gar nicht rausholen. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles hin tun soll. Black Ghost auf PS4, die Hülle. Noch mehr Süßigkeiten. Heilige Noch mehr Süßigkeiten. 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 Heilige Scheiße. Und das ist nur ein kleiner Teil davon. Oh mein Gott. Ich werde so fett. Ein Vieh. Ein Wrestling-Vieh. Yay, yeah, danke. Wollte ich schon immer mal haben. Auf der Xbox 360 James Bond 007 Legends. Ist das ein gutes Spiel? Ich weiß gar nicht. Sieht cool aus. Mann, wieso mache ich denn alles kaputt? Noch ein Spiel. Battlefield 3 auf der PlayStation 3. Heilige Scheiße, danke. Was ist das denn für ein Umschlag? Das sieht ja mal richtig... Noch hype. Muss ich mir eigentlich jemals wieder Spiele kaufen? Wow, das ist eine Black Ops 2 CD. Dann noch eine Smarty-Packung. Oh mein Gott. Das ist King Kong auf der 360. Das habe ich damals mal gespielt, als ich jung war. Ich glaube, auf jeden Fall habe ich irgendein King Kong-Spiel gespielt. Ich glaube, das ist es sogar. Und TDU2 Test Drive. Wahrscheinlich ein Autorennspiel, aber in richtig geilen Hüllen. Also vor allem die CDs kann man auch so rausholen, was ziemlich cool ist. Die müsste ich mir auch mal kaufen, die Hüllen. Von wo hast du die? Ein netter Brief, den ich mir gleich durchlesen werde. Und natürlich noch etwas Süßes. Juicy Fruit. Wer das kennt, es ist Kaugummi. Ich mach nie wieder die Post so auf. Es kotzt mich langsam an. Ich mach alles kaputt. Nee. Ha. Das sieht echt geil aus. Also ich meine das jetzt ernst. Ein Kissen. Ein Kissen mit meinem Danny Burnitch Logo. Und es fühlt sich noch übel gut an. Also ganz ehrlich, ich habe gar keine Post verdient. So wie ich damit umgehe, manchmal habe ich mir keine Post verdient. Und ich bin so aufgeregt. Immer, ich kann nicht warten, bis ich das öffne. Schon wieder. Zum Glück habe ich diese... Wieso mache ich denn immer so? Warum ist das automatisch? Assassin's Creed 3. Und da ist so eine CD drin. Für die PlayStation 3. Noch mehr Süßes und sogar ein Proteinriegel. Ohne Scheiß. Diese Proteinriegel kaufe ich mir mindestens einmal täglich. Die schmecken sowas von lecker und sind für die Fitnesszeit einfach sehr gut. Oh, das ist ja cool. Wie nennt man diese Bälle nochmal? Oder? Ah, das ist ein Wasser. Cool, ein Snickers-Wasserball. Oh cool, den werde ich versammeln. Den werde ich mir ohne Scheiß, ich schwöre, den werde ich mir aufbewahren und den werde ich dann aufpumpen. Oder einfach ihm einblasen. Oh Leute, ich habe zwar noch mehr, aber ich kann wirklich nicht alles öffnen in jedem Video. Wenn ich euer Paket nicht geöffnet habe, könnt ihr mir gerne noch eins zusenden. In der Beschreibung steht alles, das ganze Post, das ganze Post
Gedöns. Vielen Dank fürs Einschicken. Ich lese natürlich alle Briefe durch. Ich öffne natürlich auch alles. Nur ich schaffe nicht alles in den Videos zu öffnen. Es geht, das ist nicht möglich. Vielen Dank. Und wie gesagt, in der Beschreibung steht mein Postfach. Da könnt ihr mir alles einsenden, was ihr gerne wollt. Ich werde alles öffnen. Allerdings, ich werde nicht alles zurückschicken. Ich werde versuchen, ein paar Sachen zurückzuschicken, aber ich habe nicht alles zurückzuschicken. Und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, das Video mit einem Daumen nach oben zu bewerten. Und um mich zu unterstützen. Und jetzt geht es in ein paar Tagen los. Bald ziehe ich um in eine Dreizimmerwohnung. Da habe ich endlich ein eigenes YouTube-Zimmer. Was mir sehr viel erspart, weil vor allem, wenn ich Besuch habe, kann ich keine Videos machen. Und das ist hier alles auf sehr engem Raum. Ihr seht schon, wie es hier aussieht. Sehr, sehr unordentlich. Alles ist sehr dreckig. Und das wird dann nicht mehr der Fall sein, weil da einfach mehr Platz ist. Aber hier in einer Einzimmerwohnung, das mittlerweile habe ich so viele Sachen, dass es für mich nicht mehr möglich ist. Und wenn ich auch nur, wenn das Zimmer super ordentlich ist und ich auch nur eine Sache hier aufmache, also mein einmal so ein Video mache mit der Post, dann ist wieder alles extrem dreckig und ich habe einfach gar nichts mehr. Und genau, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, bewerten, kommentieren. Nicht vergessen, abonniert jetzt meinen Kanal, um unsere Informationen beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!